Herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, hier ist gerade eine Nachricht eingegangen. Und zwar, ja, das Wasser hier wird nicht mehr gefiltert. Komischerweise aber dieses Wasser, das ist irgendwie seltsam. Aber wahrscheinlich, weil hier niemand drin ist, deswegen, ja, okay. Gut, alles wieder gut. Sauberkeit, das mache ich gleich. Wildhunde, Alpha-Status, schon wieder. Steppe, inkorrektes Verhältnis. Aber das finde ich immer noch interessant, weil die sind. Da steht doch immer. Hey, macht eine Zoopedia auf. Ja, danke. Da steht doch. Ja, Gruppengröße bis zu 34 Männchen, bis zu 34 Weibchen. Und ich habe jetzt, ich glaube, 6,6. Alter, ich habe so viele Pfeue. Ich habe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, 4, 4. Das stimmt. Laut eurer Wikipedia, Zoopedia. Stimmt das? Also meckert nicht. Gut. Musa wird bald erwachsen. Hier muss ich wirklich schauen, weil. Genau, letztes Mal gab es hier ziemlich Radau. Ja, hier den da zum Beispiel ersetzen. Den ersetzen. Weil die. Nein. Weil das Lustige war, hier wurde ja, ja, ne, randaliert vor dem Zoo, vor dem Gehege, weil da ein paar Tiere gestorben sind, weil sie verdurstet sind, vor der Trinkstelle, wo Wasser drin war. Also das war dann auch sehr witzig. Ich habe dann extra noch einen zweiten hingetan, aber ein zweites, ja, ein zweites Trinkspender-Ding. Aber naja. Genau, hier, der Generator, da haben die sowas von gezickt, so von wegen, so, wir können den Hügel da, also den Brummbrumm da sehen. Das ist, oh. Wow. Das ist ja jetzt wirklich scheiße. Naja, und dann habe ich halt die Felsen rumgebaut und jetzt ist Ruhe. Gut, wir müssen hier. Ich würde das hier unten machen. Hier unten würde ich den Generator machen. So, auf Höhe abflachen. So, und dann machen wir hier Einrichtung Strom, Wasser, Wasseraufbereitung. Im Betrieb. Super. Dann bitte wieder raus, raus, raus. Düt, 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 düt. Danke. Ah, genau, ich wollte. So, hier mal euch das kurz zeigen, wie es hier durchgeht. Weil das hat man ja nur in Speedrun quasi gesehen. Also ich fand es ehrlich gesagt nicht schlimm, dass die eine Seite jetzt Holz ist und die andere Stein. Das sieht eher mehr oder weniger, ja, natürlich aus, weil die Steine sind halt nicht so cool geformt und dann muss man hier halt abdecken. Aber ja, wenn ihr das. Das ist ja wirklich widerlich. Wenn ihr das nicht wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann werde ich das noch verbessern. So. Der ist cool. Sozialleben. Platz. Beschäftigung. Die werden doch voll beschäftigt hier. Schau mal, hier alles voller Spielzeug. Ah, genau. Jetzt kann ich euch mal das neue Projekt zeigen.
Und zwar, hier kommen die Bären rein, hier kommen die Wölfe rein und hier kommen die Schneeleoparden rein. Das habe ich, eigentlich das Gehege von den Schneeleoparden hatte ich bis hier oben hin. Und das ist aber nicht ganz so geil, weil, ja, dann können die Zuschauer oder die Besucher das gar nicht sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, ja, okay, dann mache ich das jetzt anders. Und zwar mache ich hier oben so eine fette Plattform hin, also hier Toiletten und hier so Fressalien. Und dann können sie von hier oben die Bären anschauen, von hier natürlich auch. Und von da können sie die Wölfe anschauen, von hier nicht, eher weniger. Ja, von hier eher weniger. Ich könnte aber das da aus Glas machen. Ja, nee, lieber nicht, oder? Dann können die nach da schauen. Ja, ich schau mal, was sie... Ja. Auf jeden Fall kann man von hier dann auch ein bisschen die Schneeleoparden sehen. Also, das da muss ich wahrscheinlich ein bisschen zurück machen. Ja, das mache ich jetzt. Weil sonst kann man da wirklich nichts sehen. Und ich würde das Gehege oder die Gehege würde ich auch dann wieder einen Speedrun machen, also ausschmücken und so weiter, weil jetzt gibt es hier nur noch nur die Unterschlüpfe und sonst ist alles leer, das ist ja langweilig. Und den Wasserfall muss ich dann auch noch machen, das ist ja hier noch nur so ein Fitzelchen. Genau, wir haben zurzeit wir haben unsere Wölfe und wir haben unsere Bären im Gehege. Und alles für echt Kohle, echt Geld, sorry, nee, für Artenerhaltungspunkte, so, genau. Damit wir da wirklich wieder Kohle machen. Beziehungsweise nicht Kohle, sondern also, dass wir die freilassen können. Also die Wölfe werden wir wahrscheinlich nur die Goldstatus oder Silberstatus werden wir anbieten zum Verkauf. Aber die anderen Sachen werden wir wahrscheinlich so verkaufen. Ich will hier jetzt aber noch, kann ich das irgendwie Beleuchtung? Beleuchtung wäre cool eigentlich. Beleuchtung wäre gar nicht so blöd. Wieder hoch. So. So, hier machen wir mal so ein. So ein Vierergespann. So. Und hier beim Klo auch. Das muss man ja finden. Und den Weg muss man ja auch finden, ne? So. So, ich will hier noch, hier kommt dann noch ein Weg runter und führt dann hier hin. Und dann, die da müssen natürlich auch, die müssen dann auch hier runter. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Mitarbeiter. Was? Hä? Wieso machst du da oben? Nein! Ach Gott, was ist das? Naja, oder ich mach von da oben weiter. Könnte ich ja auch machen. Bist du hängen geblieben? Nee.
Ja, das ist blöd. Echt jetzt? Das reicht nicht. Oder was? Doch. Gut. Genau. Und dann würde ich hier dann nochmal so eine Plattform machen, wie da drüben. Und dann hier unten kommt dann weiter ein Mitarbeiter. Die müssen ja auch irgendwie da hinkommen, ne? Nicht. So. Gut. So, dann werde ich die Tiere mal schon verlegen. Verlegen. Hier. Dann verlegen. Hier. Verlegen da. Und verlegen auch da. So. Die muss ich dann auch noch dementsprechend. Ah, habe ich. Wow, krass. Ich habe die ja sogar schon benannt. Gut. Super. Dann ist das schon mal gemacht. Dann wird das hier schon mal. Warte. Warte, das ist immer so blöd, wenn das nicht verbunden wird. Okay, so muss ich das machen. Gut, dann werden wir hier jetzt mal. Nein, alles falsch. So, hier werden wir jetzt auch mal wieder ein paar Bänke hinmachen. Das geht nicht ganz parallel zu dem, das ist ja wunderbar. Warte. So, jetzt halt. Mach ich mal 6 Tische. So. Dann Sicherheitskameras können wir da dann auch hinbauen. So, hier hin. Dann. Ich glaube, die packe ich da jetzt überall hin. Einfach aus Jux und Toleranz irgendwie. Ich weiß nicht, ob die zur Sicherheit aufklären, aber warum denn nicht? Und da drüben noch eine. So, sehr schön. Gut. Dann kommen hier. Schmarrn, hier war ich ja schon. Dann gehe ich mal hier hin. Wir müssen ja an die älteren Damen und Herren denken. Hier kann ich das nicht bauen. Warum auch immer. Ah, stimmt, hier konnte ich das nicht bauen. Ich weiß nicht warum.
Egal, dann gibt's nur hier unten das. So, dann hier. Willkommen beim Bären. So. Warte, hier, ich mach's mal direkt hier hin. Damit man dann von da nicht so gut ins. Ja. Na, warte. Ins Haupthaus da reinschauen kann. So, dann bitte schön Lautsprecher. Dann bitte schön Moneyboxen. Moneyboxen. Money. Money. So. Hier kann ich nichts bauen. So, dann kommt noch das da hier unten hin. Ah, habe ich den schon ersetzt? Ich glaube schon. Ja, den kann ich. Ja. Kann ich nicht mehr anklicken. So, Mülleimer überall. Ja, das ist zu schräg hier. Das passt doch. So, dann mache ich hier unten noch. So, dann Licht. Wo war das Licht nochmal? Wo war das Licht? So, einfach über die Lampe, über die Sicherheitskamera. So. Schöne immer. Sitzen. Wieder ein Vierer. So. Ist doch schon mal schön. Hier muss ich halt ja, noch einen Zaun hinmachen, weil ich weiß nicht, wie es geht. Vor allem, wenn ich dann angebe, einen Weg mit einem Zaun zu machen, dann sieht es hier komplett komisch aus. Ja. Gut. Hier würde ich dann auch. Hier gehen halt wirklich. Hier geht wirklich niemand hin. Das ist echt interessant. Vielleicht dann später, wenn ich. Wenn ich dann, keine Ahnung, noch weitere Tiere da habe. So, dann kommt hier auch noch eine Sicherheitskamera hin. Und zwar unter dem.
dann mal weiter. Sauberkeit des Geheges. Tierpfleger. Sehr günstig. Ah, genau, jetzt kommen die Tiere. Haha, sehr schön. Wildhunde werden Alpha-Status, bla bla. Okay, die ist ausgewachsen. 9,9. 4. 4. 4. Krankes Tier entdeckt. Oh nein, der ist jetzt auch krank. Alter. Was ist denn da los? Die werden alle krank. Junge, Junge. Kämpfe wegen inkorrekten Geschlechterverhältnis. Das ist korrekt. Springbok. Springbok. Ja. Alter, das ist in Ordnung. Das ist echt krass. Verletzt ihn dazu. Liste der Bußgelder. Aktivist entdeckt. Die sind schon längst weg. Kannst wieder kommen. Ah, genau. Stopp. So. Jetzt kommen nämlich die Tiere. Oh. Gut, dann mache ich hier schon mal keinen Strom. Grizzlybär, kein Strom. Das heißt, das muss hier unten hin. Transformator. Ja, hier unten ist halt. Das ist halt blöd. Ich könnte es ja auch hier drunter machen. So, dann kommen die sehen den nicht. So, und das Wasser hier. Warte, das muss ich mal kurz schauen. Ich weiß nicht, ob das noch. Ich glaube nicht. So. 1. Und du da unten? Warte. Wie viele Gewässer machst du? Na komm. Geh runter. Ja, fein. So. Auch ein Gewässer. Wahrscheinlich ist dann das Gewässer nicht mehr. Ja, dann das schaue ich dann mal. Das vernetze ich dann später. Gut, dann sind die Wölfe auch schon drin? Nee, noch nicht. Okay, aber die Bären. Aber den Bären geht's gar nicht so schlecht. Wohlbefinden. Genau, Gehege. Pflanzen. Und Gelände. Lebensqualität. Genau, da kann ich ja jetzt dann schon anfangen zu forschen. Ah. Okay. Aktive Krankheit. Wird erforscht. Das wird erforscht. Okay, dann das ist auch fertig. Und du bist dann für die Wölfe zuständig. Würde ich sagen. Oder warte mal.
Warte mal. Warte, ich muss mal schauen, welche ich hier neu eingestellt habe. Warte. Läuft herum. Michael. Natürlich ist dann. Oh, sie hat. Nee, doch. Passt doch. Okay, du. Die Michael. Die da. Die macht die Bären. Und die andere. Oder der andere. Napoleon. Oha. Der Napoleon macht dann die Wölfe, sobald die da sind. Gut, dann würde ich sagen, ist es schon wieder soweit. Ich muss halt ja jetzt immer schauen, dass ich kurz aufnehme, also immer so maximal eine halbe Stunde, weil ich jetzt noch arbeiten muss, deswegen. Gut, dann würde ich sagen, mache ich die Gehege offscreen. Und zeig sie wieder in Fullspeed. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.